Okay, let's go. So, Freunde, willkommen hier auf YouTube zu Far Cry 6. Was geht ab, du alle Pflaume? Haben sich bei dir die Bäume auch so krass bewegt danach? Achte. Ja. Guck mal auf die Bäume. Ja. Ja, ein bisschen haben sie alle gezuckt. Die schütteln sich unfassbar bei mir. Na gut, bei mir jetzt nicht so unfassbar. Also, ich würde sagen, wir gehen Richtung Mission. Wir müssen mit Espada sprechen. Wie soll ich denn jetzt hier raufkommen? Junge, da oben geht auch schon wieder Post ab. Ja, ich hab schon gehört. Ach Junge, hier komme ich nicht hoch. Jetzt muss ich außen rumlaufen. Ach herrje. Hier ist irgendein Feind. Schade, dass man nicht zu zweit auf dem Pferd reiten kann. Boah, was war das denn für ein Sprinter, Junge? Was das Sprinten? Junge, Junge, Junge. Du bist schon vorgelaufen. Ich hab mein Auto geklärt. Okay. Steig doch aus, Junge. Ja. Verpiss dich doch. Boah, Alter, verpiss dich. Bis du das Auto hast, dann bin ich auch schon bei dir. Ja, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Mach die Musik aus. Ich geh nicht aus. Bei mir geht die... Ja, dann kann ich nicht mit dir fahren. Ich krieg die Musik nicht aus. Tut mir leid. Jetzt hast du sie aus. Dann fahren sie mal los. Siehst du die Markierung? Junge, was fährt? Das war ein Feind. Da bist du leicht angeeckt. Nö, nö. Die Markierung ist weg. Nö, nö. Jetzt zeige ich mir den Straßenverlauf nicht mehr an. Da bist du mal richtig, wenn du die jetzt reinfährst hier. Jetzt nur hier hoch. Ja, und kannst stehen bleiben. Dani? Ich rede mit Espada. Alter. Ich kann nicht schlafen. Wenn ich die Augen schließe, sehe ich José und seine drei kleinen Schweinchen von der Kirche. Ich will die Motherfucker tot sehen. Weißt du, dass ich Augenkontakt mit einem hatte? Der Hijo de Puta hat gegrinst. Er grinste mich an, als mein Papa starb. Dank der Soldaten, die sich uns angeschlossen haben, konnten wir sie aufspüren. Die drei Tenientes feiern alle in einem Hotel. Arschgeigen. Ich habe alle Hände voll zu tun mit diesen Rekruten. Ich kann hier nicht weg. Also will ich, dass du die Kerle umbringst, Dani. Töte sie alle und sorg dafür, dass José davon erfährt. Okay, Dani, töte die drei Wichser, die Papa ermordet haben. Die drei Tenientes, die geholfen haben, meinen Papa zu töten, sind im Hotel Casa del Viento. Sie müssen sterben, und zwar heute. Suerte, Dani. Aber sowas können wir. Ja. Erstmal wieder 1,7 Kilometer. Soll ich mal gucken, ob wir eine Schnellreise dahin machen können? Ah, ich würde auch fahren. Geh zu zweit auf den Pferd reiten, da kommen ja die Tierschütze. Ach, Alter. Okay, dann fahren wir uns. Ja, ja. So. Siehst du die Markierung? Ja. Nur den Weg nicht. Das ist schlecht. Du fährst in die falsche Richtung vom... Zumindest, nee, jetzt ist richtig. Ja, der Weg war gerade anders. Warte, ich markiere mir das mal eben.
Junge, hast du denn deinen Führerschein gemacht? Ich hab einen platten Reifen oder so. Junge, was? Was machst du? Alter, ich hab einen platten Reifen oder so. Ja, den hat der Pferdemann gerade. Ach, Junge. Da er hat uns den Platten. Der er hat uns den Reifen platt gemacht. Du hast eine Zivilistin umgefahren. Na egal. Bisschen Schwund ist immer. Hallo. Bist du drin? Nein, ich würde ja. So. Das ist nicht gut, dass du während der Fahrt Dynamit wirfst. Aber irgendjemand muss die Plakate ja kaputt machen. Oh, da war eine Kiste. Muss zurück. Und ist sogar auch noch eine Kiste. Na, noch ein Stück zurück, noch ein Stück zurück. Jetzt aber. Kiste meinst du? Ja, ja, ich steige aus, ich hole sie eben. Ja, ich warte hier. Weiter vorne war auch einer, da kannst du theoretisch auch hinfahren. Kannst du die holen? Ach, das ist jetzt hier wieder so ein Rätsel, Junge. Achso, nee, doch kein Rätsel. Junge, wie soll ich denn hier drauf kommen? Ach, will er mich verarschen? Ja, geschafft. Ich hoffe, ich komme ja wieder raus. Ja, Alter. Ja, komm ich. Ach, da bist du wieder, da wo die Explosionen sind, alles klar. Hast du unser Auto geschrottet oder was? Hol mal die andere Kiste. Junge, wer schießt mich denn noch da ab? Unbefugtes Betreten. Junge, irgendwie regen mich diese Scheißplakate ein bisschen auf. So, nice. Wollen diese Plakate ja auch kaputt machen? Oh ja. So, ich hol dich dann jetzt ab, warte. Ja, mach das. Über mir ist ein Heli. Da, was Junge. Will der denn hier? Du fährst in die falsche Richtung. Nein, ich bin noch gar nicht eingestiegen. Du musst warten. Ich bewege mich da gar nicht. So, du bist zu weit nach hinten gelaufen zum Auto. Deswegen. Hallo, nehmen Sie mich mit? Du hast ja die Musik an. Jetzt bricht hier richtiger Krieg aus. Willst du die auch kaputt machen sofort? Ja, können wir machen. Alter, da ist ein Panzer. Neben uns steht ein Panzer. Junge, der schießt auf uns. Fahr weg. Ein Plakat haben wir nicht geschafft, aber ist egal. Da hier sind ja so viele Plakate. Oh, wir mussten abbiegen. Ja.
Ja, oh, ich habe das Plakat trotzdem erwischt. Das war ich. Du, Alter? Ich habe da auch hingeworfen. Ach so, ja, dann machen wir beide das. Alter, richtiges Rennspiel. Oh, warte mal, da, bleib stehen, da ist ein Götzending hinter uns. Oh, zurück. Da. Warte, ich steig aus. Boah. Ich hab Bautz gemacht. Alter, ist der dusselig, ey. Hör einfach den Stein. Du bist ausgestiegen? Nein! Nur neben dir. Dachte schon. Naja, Alter, ist der dusselig, meinte ich den Gegner. Der ist einfach mit seinem Fahrzeug gegen... Ich habe nur einen blauen gefahren. Punkt gesehen, der dann auf einmal da war. Ja, das war eben ein Verbündeter. Verbündeter war das. Aber warte mal, da ist ein Ausruf. Achso, nee, das ist... Hat dein Maul. Oh, warte mal. Kill nicht sie, killen. Alles gut. Komm schon, befreit das ja, mich Socio. Wir müssen hier hoch. Komm, lass mal hier zu Fuß hochgehen, komm. Oh, warte mal, da vorne. Ich fahr noch ein bisschen, weil es regnet so heftig. Willst du mitkommen? Ja, warte, ich will eben hier die Kiste holen. Einmal reparieren, bitte. Hey, Danny. Hey, ich bin gleich beim Hotel. Dann lasse ich dir rekommandieren, dass das Licht aus. Dale. Genia könnte in ihrem Lieblingsbar sein. Es wird Zeit, die beiden Arschlöcher auszuschalten. Alter, du fliegst bei mir. Ja? Du bist gerade bei mir geflogen. Sowas kann ich nicht. Ach, du brennst da schon wieder alles nieder, oder was? Nee, ich wollte eigentlich reinschleichen, aber hat nicht so geklappt. Na, sehe ich. Jo, Alarm geht auch los. Hallo! Hier wird aber jetzt gleich scharf geschossen. Ach Junge, ich hänge. Ich hänge. Wie du hängst. Ich hänge in der Luft. So. Deine Mutter beschützt den Peniente.
Oh, hier kommt ein feindlicher Heli. Ja. Sehr gut. Okay. Da bist du ja. Ah, wir waren von den Typen gefunden. Aha. Wer das lesen möchte, tu dir keinen Zwang an, lies es dir durch. Hey. Hast du die Danientes gefunden? Noch nicht, aber ich glaube, ich weiß, wo sie sind. Gut. Bring sie alle um. Alter, hier ist ja alles zu. Hier ist ja echt der One-Way. Ja, ich komme ja auch nicht mehr ins Gebäude rein. Hallo. Hey, Junge. Aber wir haben da noch eine Kiste, die ich gerne haben würde. Erst noch Informationen einsammeln. Einsammeln. Wie gesagt, hier ist nur eine Kiste, die müsste über uns sein. Hier war ich ja schon. Okay, das ist echt komisch. Warum ist dein warum hast du ein Krokodil dabei? Alter. Hast du gerade eine Kiste gefunden? Ja. Okay, das war die, die ich gesucht habe. Sicher? Ob ja. Ja, hier ist keine mehr. Wir müssen zu zwei verschiedenen Orten. Wir können die Kiste nochmal eben holen. Ich habe eine Kiste markiert, die würde ich mal im Eimer holen und dann können wir weiter zur Mission gehen. Oh, hier ist ein Heli. Oder wurde er abgeschossen? Oder wurde abgeschossen? Junge, die ganze Zeit explodiert das scheiß Auto nicht. Und in dem Moment, wo ich hingehe, muss es natürlich explodieren. Aha. Ach, das war wieder so ein Fail. So, ich habe die Kiste. Wir können jetzt dahin gehen, zu der Kiste, und dann gehen wir nämlich Richtung Mission weiter. Das ist ein riesengroßes rotes Gebiet. Wo fliegst du denn lang? Da will ich gar nicht hin. Ich dachte zu den markierten. Es sind zwei Sachen markiert und die beiden Sachen, die markiert sind, die sind in der anderen Richtung. Du gehst erstmal zu der ganz anderen Stelle. Geil, habe ich gar nicht gesehen. Das ist alles hinter dir. Das ist auch viel näher. Kommen Sie bitte zurück. Alter, Chat. Habt ihr das bitte gesehen? Musst du keine neuen Rekruten ausbilden? Gornio, die können nicht mal gerade ausschießen. Junge. Taxi einfach weg. Taxi einfach weg. Das Einzige, was ich da gelernt habe, war Toiletten putzen und Sie, Senior, sagen.
Das wird schon mit denen. Sie haben dich. Ich weiß nicht. Du bist die beste Guerillera im Westen. Sie sehen zu dir auf. Nutze das. Du laberst echt viel Müll. Ich weiß. Danny, kann ich was fragen? Klar. Hast du auch jemanden verloren? Sie schwören Themen. Du könntest hier hinkommen und jemanden befreien. Ich habe Menschen verloren. Ah, nee, doch nicht. Habe ich selber geschafft. Wunderbar. Ich bin ja ganz woanders. Castillo hat sie mir alle genommen. Das wird nicht leichter, oder? Frag mich, wenn das alles vorbei ist. Ja, das werde ich. Ich bin gerade dabei, die Kiste zu holen, die auf dem Weg zu unserer Mission liegt. Achso, ich bin gerade fast deiner Mission. Ja, und ich bin auf dem Weg zur Kiste, die dann da in der Mitte liegt, die ich da markiert hatte. Nee, hier kursieren gerade andere Bilder im Kopf. Ich will es gar nicht wissen. Boah, jetzt nehmen wir diese Festung aber mal lautlos ein. Oder? Ja, können wir machen. Oh, was ist das denn hier? Oh, das ist feindliches. Warte mal. Was mache ich hier? Oh nein, wir müssen jetzt wieder was holen. Eine Lieferung. Das übernehme ich gern. Läuft, Alter. Hauptsache, ich bin hier schon bei der Mission. Na, vor allem, ich habe jetzt auch meine Kiste verloren. Ja, lass es doch einfach. Nein, ich will ja die Kiste haben. Mach die Mission doch einfach nicht. Na, die habe ich doch jetzt schon angenommen. Du musst eine Lieferung abfangen. Das ist richtig. Okay, egal. Die Quests kommen noch tausende Male, deswegen. Na, ich bin mir nicht sicher. Aber ich weiß auch gar nicht, wo wir hin müssen. Achso, doch, da, 1000 Meter. 1000 Meter, ganz bestimmt. Lass einfach, ist egal. Ich komme doch gerade zu dir. Das ist aber bei dir sogar in der Nähe. Also nicht in der Nähe. Das war immer 1000 Meter von mir weg. Ja, ja. Ach, du snipest da schon rein, okay. Ich habe halt kein Auto, ne? Und dann 800 Meter da zu Fuß laufen, ist ein bisschen tricky. Warum ist denn hier auch nirgendwo ein Auto? Jetzt mal ohne Witz. Ich würde das ja gerne machen. Wieso kann ich den Sunny nicht wegsnipen? Ach, das ist ja unmöglich. Denk dran, wenn du dich zu weit entfernst, ne? Ja, dann wirst du zu mir gespawnt oder ich zu dir, aber das schaffe ich eh nicht. Hier ist kein Auto in der Nähe, nichts. Ich gehe jetzt rein, ne? Also hier rein. Ins Gebiet. Alter, ist doch unfassbar. Ich sehe nichts durch die Wichspflanzen hier. Was soll ich sagen? Alter, ich gebe ihm einen Headshot, er kriegt keinen Schaden. Das Scharfschützengewehr ist echt kacke. Ich benutze das jetzt zum ersten Mal, es ist echt nicht geil. Oh, da habe ich jemanden gefunden. Hey, ich habe neue Infos. Okay. Du kannst die Alte aus dem Spa von deiner Liste streichen. Sie hat ein paar sehr individuelle Folgen. Ich habe die Alte aus dem Spa schon gekillt, okay. Scharfschützengewehr ist schrecklich. Ja, genau. Geh jetzt noch die Treppe runter, Junge. Du hast doch auch fett einen am Helm.
Oh, MG21. Ja, ich habe hier alles fertig gemacht. Sieht's bei dir aus? Ach, ganz okay. Junge, warum brennt sie denn jetzt? Abfangmission fehlgeschlagen. Alter! Ey, warum brennt das Ding auf einmal? Ach komm, leck mich doch. Junge, die ganze Zeit hat nichts gebrannt. Auf einmal fängt der ganze Stuhl da an zu brennen. Ohne Grund. Kannst du mich wiederbeleben? Wo bist du denn? Ja, ich lieg hier irgendwo in so einer Scheißhecke. Ach, da oben. Oh Junge, du bist ja am Arsch der Welt. Da komme ich nicht rechtzeitig hin. Wenn du läufst vielleicht. Ne, hier sind noch Feinde. Ne, jetzt bin ich da. Junge, was hab ich denn heute für Scheiß-Bugs überall? So langsam nervt's echt. Überall, Junge. Und du Drecksau da unten, Alter. Verpiss dich einfach. Scheiß Karre da hinten, Alter. Läuft bei dir heute. So. Haben wir die Mission fertig? Wir mussten nur nochmal... Ah, nee. Doch, wir sind fertig. Das hat mich jetzt so irritiert, dein ganzes Gedöns, deine ganzen Probleme, die das habe ich gar nicht mitgekriegt, dass wir die Mission abgeschlossen haben, oder? Nee, doch nicht, da. Da müssen wir hin. Ich dachte, wir müssen hier rein. Das habe ich doch schon alles erledigt, als du da oben gesniped hast, habe ich doch gesagt, ich habe alles erledigt. Hä, von was wurde ich denn jetzt gestunt? Ich habe die Person gekillt und ich habe alles eingesammelt, was man einsammeln musste, wenn du da oben gestanden hast und gesniped hast. Wir sind hier fertig. Können zur nächsten. Ja, dann. Aber hier ist halt kein Auto mehr, nix. Deswegen müssen wir zu Fuß gehen. Da ist hier einer. Willst du nicht mitfahren? Ja doch. Ich wollte sie nur eben killen, weil dann kann ich hier nämlich looten. Och Junge, so langsam ist echt zum Kotzen. Heb doch auf. Ey, ohne Witz, ich hasse es so langsam. So langsam riecht's mich richtig auf. Hast du mir jetzt gerade in den Rücken geschossen? Nein. Wie ich auch hoffe. Weil ich habe nämlich kein Leben mehr. Lädt sich doch auf. Ja, ja. Ich kann nicht wechseln. Ich kann nicht den Sitz wechseln. Weil du würdest ja auch auf den Fahrersitz wechseln, aber der ist ja besetzt. Nee, es geht ja auch bei Fahrersitz oder hinten auf dem scheiß Geschützturm. Oh, warte. Alter, was ist denn heute los hier? Es ist unfassbar. Ich kann selbst so... Danke sehr. Boah, Leute, ihr riecht mich so langsam richtig auf, Junge. Ich höre Schüsse. So, da ist noch eine Kiste, die hole ich mir auch eben. Die steht da so griffbereit. Zack. Schisspulver. Ja, Schisspulver, genau. Da war wieder eins von den flüchtenden Taxis. Gibt's flüchtende Taxis? Teniente Jimenez müssen wir jetzt noch töten. Oh, scheiße, da war wieder was.
komme sofort wieder. Ein Segen. Warte, bleib so stehen. Ja, fahr. Ach Junge, jetzt bin ich tot. Ach, die Ficker sind direkt neben uns. Ja, ja. Ich dachte, die wolltest du killen. Nee, ich wollte das Plakat kaputt machen. Ich habe nicht gemerkt, dass sie neben uns sind. Ja, die killen mich ja gleich. Alter, ich habe das alles. Ja, ich würde dich befreien. Ich will dich retten. So. Mann, Mann, Mann. Unfassbar, Junge, was ich heute für Bugs habe. Gegner kommen aus dem Nichts, Junge, du. Die waren doch, die sind doch, die waren doch da. Also die waren die ganze Zeit da. Ich hab die echt nicht gesehen. Ich dachte, weil du gesagt hast, bleib so stehen, dachte ich, du wolltest deswegen auf dich knallen. Ich wollte ein Plakat kaputt schießen. Oh. So. Hier oben auf dem Dach ist eine Kiste, oder wie komme ich denn da jetzt wieder hin? Auch nicht. Was war das denn? Ah, das ist wieder irgendwas sehr Schwieriges. Da. Ah! Okay, ich weiß, wie ich drauf komme. Da muss er erstmal drauf kommen. Junge. Der Vogel ist auch unbesiegbar. Ja, komm, halt's mal da hinten. Fuego Stiefel. So. Warum ist der Scheibenwischer angegangen? Alter, der Scheibenwischer ist an. Warum ist der. Oh, ist der Scheibenwischer an. Keine Ahnung. So, perfekt eingeparkt, aussteigen. Und da. Ja, vielleicht solltest du nicht direkt hier. Achso. Achso. Ja, wolltest du nicht irgendwie reinschleichen oder sowas? Hat der gerade auch noch schon nicht funktioniert. Wird überbewertet. Ja. Du wurdest auch direkt entdeckt. Aussteigen. Jetzt aber. Ja, ich bin Tierfreund, aber der Hund muss jetzt leider. Shot, Junge, es ist unfassbar. Habe ich schon wieder down? Ja, ich weiß gar nicht, warum, woher ich. Ach. Vögel in Ruhe lassen, die wollen bestimmt noch vögeln, ja. Alter, heute läuft echt gar nicht. Da rennt der Feigling. Das Ziel kann doch hier gar nicht machen. Helfen. Naja, ich bin auch tot, Alter. Nee, ich kann mich wiederbeleben, oder? Jawohl. Ja, dann komm schnell zu mir. Ja, ich muss auch ein bisschen drauf achten, weil das Ziel entkommt. Dann da. Ja, wir haben das Ziel anscheinend getötet. Das ist vorbei. Sie. Sie sind da. Sie alle. Danny, ich weiß nicht, wie ich dir danke. Das bedeutet Gerechtigkeit für Papa. Und es ist mehr als das. Wo ist der Typ? So jagen wir Jose aus seinem Versteck. Zeigen wir den kleinen Tessa, mit wem es ist. Junge, es ist doch unfassbar. Das ist richtig verdammt nochmal. Gracias, Danny. Scheiße.
So. Bisschen Benzin hier abschwätzen. Na, mach mal. Ich gucke mal eben hier den Flugzeugabwehrturm an. Der hier ist auf der anderen Seite. Heidewitzka, ey. So, was haben wir denn hier schön? Abgereichert. Oh, Uran. Ach, Junge. Manchmal habe ich das Gefühl, du denkst einfach nicht nach. Sorry. Ich bin da! Danke. Oh, oder der Panzer. Panzer? Ja, 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 ich habe schon gesehen. Ich will nur hier diese Karte haben. So. Jetzt sind wir hier theoretisch fertig. Da kommt ein Pferdereiter. Ah, jetzt nicht mehr. Ach, wir werden wieder gejagt, okay. Nein, und jetzt kommt der Panzer. Ja, und der Panzer kommt. Ist klar. Ja, komm. Was für reparieren? Ich kann nicht einsteigen. Ich kann nicht einsteigen. Was repariert die Karre? Okay, oder nicht? Ich bin tot. Karre ist... Er ist einfach, Alter. Ja, der Panzer trifft mich, selbst wenn ich mich bewege. Ja, ich bin auch down. Du kannst dich wiederbeleben. Nein, hab ich doch gerade erst. Hä, warum leben wir dann beide noch? Weil ich gerade dabei bin, meinen Blutverlust zu verlangsamen. Weiß ja nicht, wo du bist. Ja, ich lieg hier links vom Panzer. Ich weiß echt nicht, was da los ist heute. Heute sind so verfluchte Runden. Ja, jedenfalls haben wir die Mission geschafft, Freunde. Wir sind jetzt bei 38 Minuten. Ich denke, wir können die Folge hier beenden. Auf YouTube und uns dann in der nächsten, keine Ahnung. Achso, da sind wir ja wieder. Ich weiß jetzt auch nicht, wo wir gespawnt sind. Jedenfalls müssen wir die Mission abgeben oder können eine neue machen. Vielleicht machen wir auch als nächstes hier dieses Relikt. Werden wir sehen. Also bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.